Hi, hier ist Crook und in diesem Video zeige ich dir, wo du die ikonische Pistole Skippy finden kannst. Außerdem zeige ich dir, welche Entscheidung du treffen musst, damit du mit der tödlichen Variante von Skippy endest und nicht mit der Kätzchenversion. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, habt ihr danach eine Kopfschussmaschine, die in SpongeBobs Stimme mit euch redet. Am Ende des Videos zeige ich euch auch noch, wie ihr die Quest von Skippy abschließen könnt, was ich aber niemandem raten würde. Like das Video, wenn es dir gefällt und abonniere meinen Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. Schauen wir uns als erstes an, wo wir Skippy herbekommen. Dazu begeben wir uns nach Haywood, in den östlichen Teil Vista del Rey. Der kürzeste Weg zu Fuß ist vom Schnellreisepunkt Schießstand aus und wir müssen zu dieser kleinen Nebenmission hier. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Nebenmission für alle sofort verfügbar ist oder erst im Laufe des Spiels hinzukommt. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn es bei euch nicht da sein sollte oder nicht funktionieren sollte. Am Nebenmissionspunkt angekommen, können wir hier über ein paar Kisten in diese Hintergasse springen. Zumindest, wenn man sich nicht zu blöd anstellt. Drüben angekommen, sehen wir nun einen Leichnam dort liegen und bereits die Waffe Skippy und dass wir sie aufnehmen können. Ich speichere an dieser Stelle ab, damit ich euch zeigen kann, welche zwei Varianten ihr wählen könnt und warum eine natürlich wesentlich besser ist. Beginnen wir als erstes mit der falschen Variante. Ich nehme an, viele haben das leider schon genauso gemacht, weil es einfach besser wirkt, aber am Ende leider nicht so gut ankommt. Und für die Leute, die am Anfang die falsche Option gewählt haben und jetzt hier schauen wollen, ob sie es nachträglich noch umstellen können, für die muss ich leider sagen, nein. Wenn ihr euch einmal entschieden habt, könnt ihr die Waffe am Ende nicht mehr umstellen. Zumindest nicht in den Headshot-Modus, den ihr haben wollt. Die gesamte Konversation mit der Waffe werde ich nochmal ans Ende des Videos setzen, damit ihr nicht gespoilert werdet, wenn ihr es selbst erleben wollt. Im Verlauf des Gesprächs erzählt die Waffe euch dann, dass sie automatisch zielt und auch selbstständig schießt, sobald man in Gefahr ist. Außerdem hat sie eben zwei Modi, in denen sie feuern kann. Ein Modus ist der kätzchenliebende Pazifist, der ausschließlich die Beine anvisiert, und der zweite Modus ist der eiskalte Killer. In diesem Modus zielt die Waffe ausschließlich auf die Köpfe der Gegner. Da man sich für einen der Modi entscheiden muss, stellt sie uns dann hier die entscheidende Frage, welchen wir davon wählen wollen. Und den eiskalten Killer-Modus, den man selbstverständlich haben will, nimmt man hier eigentlich nicht. Nehmt nicht den eiskalten Killer-Modus, wenn ihr länger mit der Waffe spielen wollt, denn die Waffe hat uns noch nicht verraten, dass sie noch eine Überraschung für uns hat. Der eiskalte Killer-Modus ist selbstverständlich verlockend, weil ihr einfach alle Gegner immer mit Kopfschüssen trefft, was besonders viel Schaden macht. Um euch zu zeigen, dass das die falsche Wahl ist, töte ich jetzt einfach ein paar Gegner damit. Ein paar ist gut gesagt, laut Waffe, wie sie uns erzählen wird, sind es eigentlich 50, aber ich habe bestimmt 100 oder 150 Gegner getötet, bevor die Meldung kam. Irgendwann fängt sie dann wieder ein Gespräch mit euch an und gibt euch dann einen Bericht darüber, wie viele Leute ihr mit der Waffe jetzt bereits getötet habt. Und weil die Waffe ein witziges Kerlchen ist, stellt sie jetzt euren Feuermodus einfach um. Aus dem eiskalten Killer wird nämlich nun der kätzchenliebende Pazifist. Das heißt, die Waffe schießt jetzt nur noch auf die Beine und das könnt ihr nicht mehr rückgängig machen. An dieser Stelle wird die Waffe also ziemlich nutzlos. Wenn ihr weiterhin damit spielt, wird sich die Waffe irgendwann bei euch melden und ihren Besitzer suchen. Die Waffe können wir dem Besitzer dann zurückgeben und kriegen dafür 7000 Euro, Dollar oder irgendwas, von daher lohnt es sich eigentlich nicht, wenn man die richtige Wahl getroffen hat. Auch das Gespräch mit dem Besitzer packe ich ans Ende des Videos, um euch nicht zu spoilern. Kommen wir aber nun dazu, wie wir uns entscheiden müssen, damit wir Skippy für immer im eiskalten Killer-Modus haben. Wie ihr euch denken könnt, müssen wir nämlich stattdessen statt dem eiskalten Killer-Modus am Anfang den kätzchenliebenden Pazifisten wählen. Das sorgt zwar dafür, dass wir am Anfang den Leuten immer nur in die Beine schießen können, aber genauso wie bei der ersten Variante bekommen wir nach einer bestimmten Anzahl von Kills eine neue Meldung der Waffe. Dann müsst ihr euch aber auch richtig entscheiden, damit die Waffe eben für immer in den eiskalten Killer-Modus wechselt. Also wählt am Anfang den kätzchenliebenden Pazifisten und farmt ein paar Kills. Auch hier sind ein paar Kills wieder nur aus Versehen gesagt, denn ihr braucht einen Haufen Kills, habe ich das Gefühl. Ich bin hier so viele Runden gedreht, dass ich bestimmt auch hier wieder 150 oder wenn nicht sogar 200 Gegner damit besiegt habe. Wenn man im Gegensatz zu mir schlau wäre, könnte man natürlich auch einfach andere Nebenmissionen machen, während man das abschließt, statt hier einfach im Kreis zu rennen, um das zu farmen. Und wie ihr seht, sind die Kills auch nicht so einfach, wenn die Waffe eben immer nur auf die Beine zielen will. Je nach Distanz zum Gegner trefft ihr aber auch trotzdem Oberkörper oder Kopf. Das Ziel der Waffe ist es einfach nur, eben auf die Beine zu zielen.
Eine gefühlte Ewigkeit später gibt uns die Waffe dann wieder einen Bericht, dass sie uns geholfen hat, 50 Leute zu verbessern, zu verletzen. Für ein Feedback fragt sie uns dann, warum wir unsere Feinde verletzen, statt sie zu töten. Hier gibt es dann drei Antwortmöglichkeiten. Ich kann euch leider nicht sagen, was passiert, wenn man die dritte nimmt, weil ich nur 5 cool bin, statt den geforderten 8 cool. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was passiert, wenn ihr die Auswahl treffen könnt. Die richtige Wahl hier ist, ich weiß es nicht. Wählt ihr hier, töten ist unmoralisch, bleibt die Waffe einfach dauerhaft im Cutscene-Modus. Deswegen wählen wir, ich weiß es nicht, denn die Waffe schaltet sich dann in den eiskalten Killer-Modus. Unser Charakter versucht dann dagegen zu reden, warum auch immer. Aber das Endergebnis bleibt das gleiche. Wir haben den eiskalten Killer-Modus für immer auf der Waffe. Die Waffenwerte von Skippy haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass man die Waffe nie upgraden muss, da ihre Schadensdaten bzw. ihre SPS einfach immer zusammen mit dem Spielerlevel wachsen. Der Nachteil ist hierbei aber der gleiche, denn man muss die Waffe nicht upgraden, man kann sie auch gar nicht upgraden. Ich habe einen Haufen Materialien, mit denen ich meine Waffen immer upgraden kann. Auf dem aktuellen Spielerlevel bei mir, bei 39, hat die Waffe SPS von 560 in dem Dreh. Eine andere Handfeuerwaffe, mit der ich im Normalfall spiele, hat bereits SPS von über 900. Deswegen lohnt es sich für mich eigentlich nicht, diese Waffe dauerhaft zu spielen. Aber ich denke, dass man, wenn man einfach Spaß haben will und nicht besonders viel ziehen will, diese Waffe äußerst gut nutzen kann. Das andere ist, dass man sich wirklich an den kleinen SpongeBob gewöhnt, weil seine Sprüche einfach witzig oder zumindest herzlich sind. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn ja, dann hilf auch mir und lass ein Like da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere noch auf meinen Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. Ich zeige euch jetzt im Anschluss noch kurz den Rest der Mission, wenn man die Waffe eben seinem Besitzer zurückgeben soll. Nicht wundern, bei mir ist es ein bisschen verbuggt, deswegen halte ich gar nicht Skippy in der Hand, sondern eine andere Waffe. Und am Ende des Videos packe ich, wie bereits erwähnt, noch den Teil des Anfangs. Wer kein Problem damit hat, sich spoilern zu lassen, kann dann hören, warum diese Waffe eben so gefeiert wird. Ansonsten war es das aber erstmal von mir. Ich sag wie immer vielen Dank fürs Reinschauen. Bis nächstes Mal. Ciao. Nutzer, ich habe eine wichtige Nachricht. Zum Fortfahren bitte antworten. Bitte. Ich sehe, dass dies ein Scherz sein sollte. Automatische Antwort. Ha, ha, ha. Den habe ich ja noch nie gehört. Während meiner Diagnose bin ich auf eine Datei mit Metadaten meines Besitzers gestoßen. Name: Reginald Jones. Nutzer, bitte bring mich zu meinem wahren Besitzer. Danke im Voraus. Mir egal, du gehörst jetzt mir. Wer es findet, darf es behalten. Lautstärke um 300% erhöht. Bring mich zu meinem Besitzer! Reg dich ruhig auf. Böser Nutzer. Böser Nutzer. Arasaka. Lee. Hey, kommt dir der Name Skippy bekannt vor? Passt in Holster, etwas durchgeknallt. Du hast Skip? Den hat mir vor einer Weile jemand geklaut. Zeig schon her! Mal sehen, wie es dir ergangen ist. Starte Diagnose. Leistung bei 82%. Speicher beschädigt. Modus: Kätzchenliebender Pazifist. Permanent gesperrt. Gesperrt? Das muss ein Fehler sein. Auf Werkseinstellung zurücksetzen. Bitte Waffennamen festlegen. Daisy. Mein Name ist Daisy. Warte, wo hast du die Knarre überhaupt her? Kannte deinen Typen. Jeder nannte ihn Dänisch. War ein guter Techie, bevor er mit dem Saufen angefangen hat. Jedenfalls Poker. Nachdem der Credchip von Dänisch leer war, setzte er seine Waffe. Den Rest kannst du dir denken. Die Kampffunktionen sind geil. Aber warum das Sprachinterface? Total abgedreht. Du hast Skippy einfach umgebracht. Ist das dein Ernst? Er ist nur ein System. Nullen und Einsen.
Das sehe ich anders. Er hat eine Persönlichkeit. Eigenarten. Wohl eher Protokollfehler. Werkseinstellungen beheben die. Also, wie wär's mit einem Finderlohn? Klar, hier bitte. Fühlt sich jetzt irgendwie komisch an. So still. Schaff dir doch einen Hund an. Vielleicht irgendwann. Bis dann, Reggie. Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was? Was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage. Technische Spezifikationen. AJKE 11. Experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI. Name? Skippy. Skippy? Echt jetzt? Lautstärke um 66% erhöht. Name? Ich bin nicht taub. Verstanden. Normaler Gehörsinn. Potenzielles Problem? Niedriger IQ. Sprachfrequenz um 33% reduziert. Mein Name ist Skippy. Willst du mich ver... Oh, egal. Gehörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen. Kapazitäten zu 100% frei. Alle Dateien wurden manuell gelöscht. Mögliche Ursache: Diebstahl. Besitzer: unbekannt. Lösungsvorschläge: keine. Ich hätte einen. Ich nehme dich mit. Verarbeite Vorschlag. Keine Einwände gefunden. Kann ich dich umtaufen? Nein. Warum nicht? Ich bin immerhin dein neuer Besitzer. Lautstärke um 300% erhöht. Nein! Für diesen Vorgang sind Adminrechte erforderlich. Die nötigen Rechte liegen nicht vor. Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt. Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden. Bam, bam, bedam. Was? Bam, bedam, was soll das bam werden? Eine beruhigende Melodie, um die Wartezeit angenehmer zu machen. Bam, bam, bedam, bam, bam, bedam, bam. Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt. Na gut, was kannst du eigentlich, außer mir hier ein Ohr abzukauen? Hauptfunktion, automatisches Zielen. Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet, selbstständiges Schießen. Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen. Erster Modus, kätzchenliebender Pazifist. Ausschließlich Beine werden anvisiert. Zweiter Modus, eiskalter Killer. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. Eiskalter Killer? Genau mein Ding. Ändere Einstellungen. Bam, bam, bedam, bam, bam. Ugh. Modus eingestellt. Eiskalter Killer. Viel Spaß beim Töten.